Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Castaway Paradise. Boah, ich habe was im Hals. Das ist ja ungünstig. In der letzten Folge sind wir hier auf dieser Insel gestrandet und versuchen die jetzt ein bisschen aufzuhübschen, zu verbessern, zu verschönern. In der Hoffnung, ach guck an. So? Ah. Ich kannst du nicht da, wo ich drauf... Okay. Aha. Ja, dahin. Okay. Dahin. Dann müssen wir wieder auf den Kürbis klicken. Geht nicht. Da. Das ist komisch. Ups. Ich muss auf den Kürbis klicken. Da muss ich irgendwo hier drauf klicken. Und dann sehe ich, ob ich da was hinbauen kann. Okay. Ja, den Schaltbaum hauen wir dahin. Wo ist das, eine Blume? Man weiß es nicht. Egal. Egal. Das wird jetzt richtig, richtig krasser Garten hier, sag ich mal. Jetzt nehmen wir uns die Wasserkanne und werden alles kaputt gießen. Ja, was für zweimal. Der braucht doppelt so viel Wasser, das ist ja frech. Alles schön gegießt. Ja, ja. Ist das eine Alternative zu Animal Crossing? Werden sich einige fragen. Meine Meinung bisher nicht. Es kommt dem Ganzen ganz okay nahe. Aber irgendwie, es hat nicht dieses gleiche Animal Crossing Feeling, sag ich mal. Aber ich weiß noch irgendwas, was ich gießen muss. Vor allem auch dieses, ich muss jetzt hier nach 3 Minuten wiederkommen, weil dann ist es fertig gewachsen. Das war ja bei Animal Crossing halt einfach gar nicht. Du hattest halt einfach deine Bäume und die sind irgendwann halt, sind die wieder gewachsen. Nach 1, 2, 3 Tagen, weiß ich nicht mehr. Viel dazu. Ja, wir gießen jetzt hier noch ein bisschen rum. Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen noch. Nein, 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 nein. Wir sprechen nicht mit dem Major. Da haben wir jetzt keine Lust zu. Dann mit dem Affen können wir nochmal reden. Hallo Affe. Hi. Was gibt's? Oh, eine dunkle right now. Klar, ich möchte nicht wissen, wie ich mein Haus ausbauen kann. Obwohl, wir können es vielleicht hier mal in unserem Haus. Alter! Alter, sind nicht deine Kackfresse. Bug-Catching. Mhm. Ja, das ist gut. Ach, guck, die haben neue Quests. Das sieht man auf der linken Seite, da habe ich ja gar nicht gecheckt. Oh, was ist das? Ja, so. Hello. Oh, Quack. Hm. Bla, Ozean. Mhm. Egal, wir kriegen danach unsere Quests angezeigt. 2 Fische sollen wir fangen, okay. Catch. Genau, wie soll ich denn Fische fangen? Ich habe ja auch inzwischen eine Angel. Oh cool, lass probieren. Okay, time to fish. Oh, guck mal, er dreht. Oh nein. Komm schon, Fischi, Fischi. Arschfisch. So, guck an. Mhm. Ich kann jetzt Geld dafür bezahlen, dass ich einen Fisch schneller fange oder was? Ach ja, ist dieses Spiel nicht super toll? Fishing Planet habe ich mir gestern installiert auf der PlayStation und habe es mal angespielt. Ist ganz nett. Vor allem, weil nach dem Tutorial dir nicht mehr so oft gesagt wird, wenn du auf dem Fisch jetzt rausziehen musst aus dem Wasser, sondern du musst dann halt auf deine Boje tatsächlich achten, beziehungsweise wenn du Bleifischen gehst, wie heißt denn das? Mit diesem Senkblei halt. Dann musst du auf deinen, dann kannst du ja nicht mehr auf deine Boje achten, weil du hast ja keine Boje. sondern du musst dann halt darauf achten, dass du, du hast dann so eine Anzeige, wie stark deine Route so krass belastet ist. Das Angeln ist ja immer mega wack. So einen anderen Fisch irgendwo, den ich fangen kann, der eine hat ja überhaupt keinen Bock. Ach, dieses Lied geht mir irgendwie richtig hart auf die Nisse.
Hatten sie nicht noch ein zweites, die da immer... Oh, guck mal. Ach nö. Wir kommen später wieder. Drauf geschissen. Jetzt wird doch hier mal irgendwo so ein dummer Kackerfisch nicht mal angeln lassen wollen. Ah, ist ja langweilig. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer euch den Spiel dazu sagt. Ob ihr irgendwelche Tipps habt zu dem Spiel, ob ich das weiterspielen soll vielleicht. Ansonsten, glaube ich, lasse ich das demnächst schon bleiben. Oh, guck mal, da hinten ist ein Pirato. Hey, Mr. Pirato. Guten Tag, ich werfe eine Angel auf Sie. Nein? Hallo. Guck. Dies ist seine Angel. Das ist kacke, ey. Ja, wink selber. Ist mir scheißegal. Ich will jetzt hier so einen Kackfisch, ey. Von ich muss zwei davon angeln. Ich will mir hier sowas mitnehmen. Oh. Ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschalten. Hier ist ja überall nur Müll, heißt die. Da! Ich musste warten, bis die Anzeige im grünen Bereich ist und dann durfte ich den Knopf drücken. You caught a bla. Warum ist das Spiel eigentlich nicht? Kann ich das verstehen? Achso, das ist die Länge vom Fisch. Oh, 9,9 Zoll. Nehme ich an, soll das sein? Continue. Okay. Wird hier eigentlich irgend sowas wie ein Settings? Kann man das auf Deutsch stellen, das Spiel? Kann man nicht. Redeem Vouchers. Mhm. Gutscheine. Interessant. The Game. Castaway Paradise Version 2 hast du nicht gesehen? Okay. Interessant. Like Castaway Paradise. Hm. How to play. Default Movement. Run oder Walk. Mhm. Controls. Oh, WASD to move. Run mit Shift. Suggested Equipment and Equip... okay, das kann man... Startet sich mit der... Das kann man sein lassen. Oh, Verzeihung, ich habe gerade über das Mikrofon getatscht. Da kann man genau sein lassen, das mit Tastatur zu spielen. Das geht mit Maus deutlich angenehmer irgendwie. Oh nein. Muss ich drauf drücken. Und klick. Oh, guck mal den Fisch an. Das ist ein richtig krasser Arm. Red Lionfish. Okay, haben wir jetzt hier finished? Okay, continue. Ich muss. Jetzt kann ich hier drauf klicken, gucken, wo sie ist. Da. Ja, läuft, Alter. Eigentlich ist schon recht knuffig, das Spiel. Hallo. Hallo, Emilia. Oh, du hab ich schon fertig. Das ist ja richtig krass. Dankeschön. 15 Erfahrungspunkte erhalten. Was wollte der jetzt hier nochmal von uns? Wir sollen Bugs catchen. Hey, haben wir doch einen Catcher. Okay, jetzt gehen wir mal auf Käfersuche. Es ist auch wie bei Animal Crossing so ähnlich. Oh, ich möchte unbedingt ein neues Animal Crossing. Was ist denn das da? Flick mir am Arsch. Wer packt denn hier so eine Scheiße hin? Da, guck. Upp. Aha. Ja, das ging ja easy. Wie viel muss ich fangen? Einen nur. Gut, wo ist unser Affenkollege? Da. Hallo, Äffchen. Hallo, guck mal, wie fröhlich er guckt. Und dann ist er wieder grumpy. Du hast ja das einen Käfer gefangen. Oh, das ist Challenge genug für dich. Okay, danke schön. Ein Puzzle Piece habe ich erhalten. Hat doch immer was sein soll. Wuhu, Level Up. Richtig krassen Stuff. You received or unlocked. Aha. Okay, lass jetzt mal ein bisschen Geld ausgeben. Outfit. Ich möchte eine neue Klamotte. Ich frage mich ja, ob ich jetzt das hier anziehen kann. Oh Gott. Okay, gut.
ich auch noch? Oh ja. Oh lol, ey. Okay, was brauchen unsere Charakter noch? Also, das ist schon cool. Blackbird. Kapitänshut. Kapitanski. Alter. Es gibt einen Gentleman-Hut. Achso, das sind Frisuren und Hüte zusammen. Ah, okay. Klar. Was können wir denn noch machen? Lass den Captain's Head nehmen. Wenn unser Charakter so richtig kacke aussieht. Können wir hier noch irgendwas machen? Was ist das? Ah. Es sind Themen dazu, alles klar. Katalog. Was können wir denn hier noch machen? Equipment. Golden Bugnet. Okay. Gibt's noch? Gems and Pearls? Was? View. Geht nicht. Fischfutter kann man kaufen direkt. Brokkoli, Korn. Korn kostet nur 10 und wir können es verkaufen für keine Ahnung wie viel. Das ist gut. Aha, Fences, also man kann das Zeug hier direkt einfach so aus dem Katalog kaufen. Das ist ja toll. So. Jetzt haben die auch wieder neue Quests für uns. Das ist ja auch praktisch, dass man das sieht. Aber vielleicht sollten wir jetzt hier einfach mal gucken. Das Ding hier einmal wegtun. Ja, wo ist es denn? Jetzt haben wir sogar noch eine Pickaxe. So richtig viel können wir jetzt hier. Yes. So. Ja? Was? War doch noch gar nicht fertig. Warum kann ich es denn einwässern? Einlagern. Eindüngen. Mann, oh Mann. Mi ist a little doof. Wahrscheinlich kann man das dann noch wachsen lassen für mehr Geld. Oder so in die Richtung. Können wir vorstellen. Das kann ich jetzt theoretisch auch da reinpacken in der Silo. Der Silo, was übrigens offen ist. Ja, guck nicht so doof, du Mose. Hast du noch nie gesehen, wie jemand gießt? Gießen. Und nochmal gießen. Huch, jetzt habe ich aus dem Spiel rausgeklickt. So. View. Okay, wir haben jetzt ja. Okay, das. Oh, 400. Das ist ja kräftig. Lass mal gucken, wie viel da so eine Pflanze kostet. So, und das Korn? 1 gibt uns 10. Kostet 10 und bringt 10. Was ist das für ein Quatsch? Lass mal in den Shop gucken. Kostet 10 und das Verkaufen bringt 10. Das heißt, das ist null Geschäft. Was ist das für ein Quatsch? Ja, der hier Lavendel hat uns 100 gebracht, also der lohnt sich schon mal. Brokkoli möchte ich gerne auch mal ausprobieren noch. Vor allem der Lavendel war ja noch gar nicht fertig. Packen. Alter, unser Rücken ist sogar frei. Unser Captain. Captain, aller Captain. So, wie lange dauert das Wachsen hier noch? Halbe Stunde. Ja, wir gucken uns jetzt hier mal noch ein bisschen um, was wir so machen können hier. Guck mal, wie können wir hier reingehen? Hallo. Guten Tag. Ich bin der Captain. Wie geht es Ihnen? Oh, ich bin ein Sieger. Wie wunderbar. Ein Kunde. Samir, der Shopkeeper hier at Buy to Stuff to Buy. Willkommen. Ah ja, okay, alles klar. Viel Glück, danke. Ja. Ach, guck an, hier können wir uns. Ah, können wir auch unser hart verdientes Geld ausgeben. Der gefällt mir. 300, nehmen wir mit.
vorwiegend Klamotten für Frauen, wie in echten Läden. Nämlich 1, 2, 3, 4 Oberteile, also Klamotten für Männer und 2 für Frauen. Wir sind auf einer einsamen Insel, hier können wir auch mal ins... Oh Gott. Ja, wahrscheinlich ist es mir vollkommen egal. Gott, ach guck an, ein Wassereimer. Wie viel kostet der? 11? Nö. Was ist das? Wooden Barrel? Nehmen wir mit. Was ist das? Ne, ist mir zu teuer. Eine Laterne? Kostet 1000. Puh. Ach, guck. Wheat Fish Food. Das ist aber viel, ey. Brokkoli kostet hier 300. Und im Katalog hat er gekostet 52. Warum ist der hier denn teurer? Was ist das für ein Quatsch? Daily Progress. Da haben wir noch nichts davon. Jedenfalls können wir uns hier richtig krasses Zeug kaufen. Feuerchen. Wie viel kostet das Feuer? Brauche ich. Puzzle Piece? Nee, ist mir zu teuer. Gut. Okay, das war's hier in dem Laden. Haben wir uns auch mal umgeguckt. Das ist doch nett. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Zelt, würde ich mal langsam sagen. Oh. Ach, war der vielleicht noch nicht fertig gewässert? Und wir haben den eingepackt, als er noch nicht fertig war. Da hat er deswegen nur 10 gebracht. Und das ist unser Zelt. Wir haben sogar einen Briefkasten vor unserem Zelt. Das ist ja witzig. Okay. Wo ist mein Feuerding? Oh lol, das ist cool. Feuerding. Ach, das ist unser Haus. Ein Lit Klärchen, Probärchen. So, können wir jetzt hier irgendwelche Sachen platzieren? Zwei Stühle, ein Tisch, okay. Ja, aber ich habe mir doch ein Campfire gekauft. Na gut, lass den Tisch hier mal irgendwo platzieren. Da. Da vorne ein Stuhl, genau. Den zweiten Stuhl auch noch dahin. Zack. Genau. Campfire. Können wir das irgendwo... Ah. Ich möchte es aber ganz gerne wieder mitnehmen, ehrlich gesagt. Nee, einpacken. Ah ja, dann auf Tasche drücken und dann... Ah, alles klar. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Butterfly. Ist er dann auch in einem Käfig oder so? Oh Gott, ist das hässlich. Okay. Kann ich das Spinnnetz einpacken? Nee. Okay, fertig. Fertig. Wir sind fertig, alles klar. Au. Ah, guck an. Inventory transfer to storage. Das. Das. Transfer to storage. Storage? Ah. Kompliziert gemacht. Okay. Boah, hast du gesehen, wie es auf unser Dekolleté erstmal gesucht hat, ey? So, das hier möchte ich ganz gerne ungefähr hier hin. Und davor haben wir noch irgendwas. Nee. Das muss auch erstmal reichen. Okay, also man kann hier ein bisschen was dekorieren. Was ist das? Alle Stiefel.
dann packen wir uns ein. Ah ja, mal gucken, hier ob man auch seine Sachen hier verkloppen kann. Irgendwo, hier war doch. Irgendwo. Da. Guten Tag. Ready, ready. Ah, guck. Selling. Das wollte ich verkaufen. Da will ich. Oh. Oh, die Dinger sind bringen aber richtig viel. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das und das und das auch noch. Und die zwei. 1000 irgendwas. Nice. Ja, schwupps, sind wir reich. Okay. Was ist das denn? Edgy made in celery with bananas. Und Breakfast, Lunch und Dinner. Mhm. Und irgendjemand das Lieblingsfrühstück, Mittag und Abendessen. Gibt es ja sowas, wo man essen muss? Nee, gibt es nicht. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal für die. Oh, man kann auch noch mit dem Scrollrad zoomen. Jetzt das Scrollrad gedrückt halte? Nee. Schade. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge mal wieder. Wir sehen uns eventuell in der nächsten Folge. Schreibt auf jeden Fall mal, wie gesagt, wie ihr das Spiel denn so findet und so. Soll ich jetzt weitermachen? Irgendwie macht es jetzt doch gerade inzwischen ein bisschen mehr Spaß als ganz zu Anfang. Bin auf eure Kommentare gespannt. Also, und dann macht's gut. Bis dahin und tschaußen.